Ja, herzlich willkommen zum Auftakt in eine englische Woche. Wir haben einige Spiele vor der Brust. Aber das erste ist morgen zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Und deswegen konzentrieren wir uns auf dieses Spiel heute mit unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Hallo. Und mit unserem Erzgebirgebeauftragten Carlo Rizzotto. Hallo. Herzlich willkommen. Wenn man ein Motto für das vergangene Spiel haben kann, ist schlecht gespielt und trotzdem einen Punkt gewonnen. Ist das das Positive, was man daraus ziehen kann? Ja, wenn man was Positives rausziehen kann, ja. Ich glaube, war unsere schlechteste Leistung über 90 Minuten gesehen. Ich glaube, man hat Spiele davor vielleicht mal eine Halbzeit schlecht gehabt, vielleicht mal eine schlechte halbe Stunde. Ich glaube, Lübeck war einfach komplett über die ganze Zeit einfach schlecht. Und von daher, dass wir da noch einen Punkt mitgenommen haben, ist das Positive. Wenn es ganz, ganz extrem positiv läuft, kann man sogar am Ende noch gewinnen, wo wir die zwei Möglichkeiten haben. Aber es wäre dann extrem unverdient gewesen. Von daher, wir wissen, dass wir definitiv besser spielen können und definitiv auch besser spielen müssen, um in der dritten Liga Spiele zu gewinnen. Und da wollen wir morgen anfangen. Also die Mannschaft war extrem selbstkritisch nach dem Spiel, hat von einem gebrauchten Tag geredet. Wie hast du es empfunden? Ja, ich glaube, wenn man in die Gesichter der Spieler mal geschaut hat, dann kann und muss und darf keiner von uns damit zufrieden sein, wie wir da aufgetreten sind. Deswegen ist es natürlich vollkommen zu Recht, dass wir alle selbstkritisch da mit uns so umgehen. Und wir wissen, dass wir es besser können und das müssen wir dann einfach zeigen. Jetzt kommt mit Aue eine Mannschaft auf Augenhöhe, tabellarisch, auch was jetzt die Ergebnisse angeht. Die haben gegen Dresden zu Hause gewonnen, gegen Regensburg einen Punkt geholt, ähnlich wie wir. Jetzt aber gegen Münster verloren. Das wird ein enges Spiel morgen. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, Erzgebirge Aue lange in der zweiten Liga. Die wollen auch wieder dahin, wie viele andere Vereine aus der dritten Liga raus möchten. Männer haben beim Hinspiel, glaube ich, gemerkt, dass sie eine gute Qualität haben. Von daher wissen wir schon, dass eine ordentliche Aufgabe auf uns zukommt. Trotzdem mit dem Wissen, dass wir einfach besser spielen werden als Lübeck, bin ich optimistisch, dass wir das auch gewinnen können. Und trotzdem wirklich Respekt vor den Spielern, auch vor der Mannschaft von Aue ist definitiv angebracht, weil sie einfach wirklich gute Spieler auch in ihren Reihen haben. Weil jetzt müssen wir natürlich auch über das Hinspiel reden. Ist es für einen Spieler, der lange dort gespielt hat, immer ein besonderes Spiel? Ist man da besonders motiviert, vielleicht sogar übermotiviert gewesen? Ja, ich glaube, wenn es das erste Spiel ist, ist da eine gewisse Anspannung da. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gegen Aue gespielt. Und ja, die letzten zwei Auftritte da habe ich einmal getroffen. Einmal bin ich vom Feld geflogen. Von daher, ich freue mich einfach drauf, definitiv ein anderes Gesicht zu zeigen. Und das wird eine harte Nuss, die wir zu knacken haben. Und ja. Jetzt braucht man nicht auf die Verletztenliste zu gucken. Ein Thema sind die drei gesperrten Spieler. Dadurch wird die Kaderposition nicht gerade stärker. Wie sieht denn der Kader aus? Ja, drei Spieler sind gesperrt, das ist bekannt. Dafür kommen drei andere Spieler zurück. Luca Kerber aus der Sperre plus Marcel Gauss und Lukas Böder, die krankheitsbedingt gefehlt haben. Von daher wird der Kader von der Anzahl her gleich bleiben und von daher bin ich guter Dinge, dass wir auch von der Qualität her von den Einzelspielern eine gute Mannschaft auf dem Platz haben werden. Die müssen das dann auch auf dem Platz zusammen gut hinkriegen. Ja, das waren wie immer unsere Eingangsstatements. Kommen wir gerne zu den Fragen. Carlo, wie erklärst du dir denn diese unheimlichen Leistungsschwankungen? Mal Weltklasse, Bayern und so weiter, Dresden und mal Kreisklasse wie gegen den VfB Lübeck. Ich glaube, jedes Spiel hat so ein bisschen seinen eigenen Charakter. Es gibt einfach so Highlight-Spiele wie im DFB-Pokal. Ja, da einen guten Mix zu finden, wäre natürlich toll, aber wir sind ein Stück weit auch nur Menschen und sowas darf uns passieren, nur einfach nicht zu häufig. Deswegen wollen wir natürlich jetzt auch ein anderes Gesicht zeigen, aber so einen genauen Grund dafür wird, glaube ich, keiner finden. Rüdiger, dann hätte ich eine Frage an dich. Und zwar personell wurde jetzt schon angesprochen. Das wird eine ganz schöne Bastelei. Das wird eine Mannschaft wahrscheinlich, die man so noch nicht gesehen hat. Würdest du das bestätigen? Das wird so sein.
Also am Ende Manuel Zeitz fehlt, Kai Brünker fehlt. Ich glaube, die haben immer gespielt. Von daher ist es so gegeben, dass eine neue Startelf da auf dem Platz stehen wird. Aber alles Spieler, die schon gut in der dritten Liga gespielt haben. Aber lass uns dann zumindest mal, du wirst ja die Aufstellung nicht sagen, aber an Gedankenspielen uns teilhaben. Was geht in deinem Kopf rum, wie du welche Position ersetzen kannst? Ja, schlussendlich haben wir in der Dreierkette 4 Spieler zur Verfügung. 2-mal Becker, Böder und Tölke. Also machen wir 3 aus 4. Ich glaube, die haben alle schon auf gutem Niveau bewiesen, dass sie das richtig gut spielen können. Rechte Seite wird Carlo spielen. Dann linke Seite haben wir 2 Spieler zur Auswahl mit Marcel Gauss, der aus der Krankheit kommt, Fabio Di Michele Sanchez. Und dann gilt es halt, die Offensive neu zu besetzen. Mittelfeld, müssen wir sehen, wie wir das gestalten. Da haben wir Simon Steele, Tim Cevea, der mit Sicherheit wieder brennen wird, Kasim Rabic, der schon vorne gespielt hat, Mittelfeld gespielt hat, Julius Biada. Von daher haben wir da schon Spieler, die das sehr gut spielen werden. Luca Kerber, sind wir einfach froh, dass er wieder dabei ist. Deswegen, glaube ich, die Namen zeigen dann auch, da ist genug Qualität da, um gegen Aue gewinnen zu können. Ich zitter schon seit dem Zähneputzen heute Morgen vor dieser Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Es sind jetzt wirklich 9, wir sind 2 Punkte auseinander. So, klar, man kann jetzt immer sagen, es ist noch so, wir sind noch 11 Spiele, aber das könnte jetzt schon so in die Richtung gehen. Können wir noch mal, glaubst du, dass es bei beiden Clubs so ein Bewusstsein im Moment da ist? Wir sind beide im Mittelfeld der Tabelle. Ich glaube, wir wollen das Spiel gewinnen und was danach kommt, wir klar, mit einem Spiel weniger, dann können wir noch mal einen kleinen Sprung machen, vorausgesetzt, man würde das Spiel gegen Unterhaching gewinnen. Das ist immer so dieser positive Gedanke, rechnet man diese 3 Punkte schon mit, dann kann das noch mal eng werden. Trotzdem, vieles Rechnen bringt nichts, wenn die Leistung auf dem Platz nicht passt. Und von daher sind wir, glaube ich, gut beraten, zu gucken, dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen, dass wir dann auch gegen Aue das Spiel gewinnen können. Und was danach kommt, kommt sehr, sehr schnell ein Spiel aus einem anderen Wettbewerb. Da haben wir dann viele Spiele dann auch noch in der Liga. Von daher jetzt zu schielen und zu rechnen und zu gucken, was machen die anderen und wie funktioniert das, glaube ich, wäre der falsche Ansatz, gerade nach so einem Spiel gegen Lübeck, wo einfach die Leistung wirklich schlecht war. Und da müssen wir einfach ansetzen, eine gute Leistung abrufen, dass wir wirklich gewinnen können. Trotzdem ist es ja so, ich meine, ich verstehe, dass ihr da defensiv bleibt, würde ich wahrscheinlich genauso machen, aber es ist ja nicht der Anspruch des ersten FC Saarbrücken, irgendwie da im Mittelfeld rum zu dümpeln. Ja? Und dass die Mannschaft das kann, ich meine, das hat sie ja jetzt schon mehrfach unter Beweis gestellt. Das heißt also, muss doch, so finde ich, oder ich stelle es als Frage, ist nicht diese innere Gier dann trotzdem noch da zu sagen, ey komm, also was weiß ich, diese Serie, diese berühmte, die wollen wir jetzt starten? Wir haben in der ganzen Liga, in der ganzen Saison 5 Niederlagen. Genauso viele wie Jan Regensburg. Und in vielen Spielen, die wir unentschieden gespielt haben, waren wir sehr nah dran, die Spiele auch zu gewinnen. Ich glaube, jetzt Lübeck war mal schlecht, Bielefeld spät den Ausgleich gemacht, aber viele andere unentschieden, wo wir wirklich nah dran waren, die Spiele zu gewinnen. Dass die Mannschaft das immer wieder zeigt, dass sie bereit ist, einfach für die Spiele 90 Minuten und nah dran ist, diese Spiele zu gewinnen, hat sie oft genug bewiesen. Und es kann dann passieren, wirklich, dass diese Spiele, die jetzt immer auf der Kippe waren und immer unentschieden waren, ins Positive auch reinfallen. Dann ist vielleicht noch was möglich. Ich glaube, wir wissen um die Qualität, die wir schon gezeigt haben, aber wir wissen auch schon, welche Spiele wir dann auch schlecht gespielt haben und es dann nicht funktioniert hat. Von daher ist da vieles möglich. In beide Richtungen. Carlo, dann steht ein paar Tage später ein absolutes Highlight-Spiel an. Jetzt hast du schon ein paar Spiele in deinem Leben gemacht und ein paar Erfahrungen im Fußball gesammelt. Fällt dir das leicht? Ist das für dich überhaupt gar kein Thema? Ist das raus aus dem Kopf? Oder musst du dann dir selber sagen, ey, Liga und so weiter, Fokus da drauf? Wie machst du das persönlich? Also ich denke, da wäre jetzt jeder gut mit beraten, wenn wir uns erstmal auf Samstag konzentrieren und nicht irgendwie schon irgendwelche anderen Sachen im Kopf haben. Von daher sind es ja auch noch ein paar Tage bis dahin, aber wie schon die ganze Zeit besprochen, dass wir kein gutes Spiel, das letzte Spiel einfach nicht gut war, sollten wir definitiv uns einfach nur darauf fokussieren, jetzt ein gutes Spiel in der Liga zu machen, möglichst mit 3 Punkten. Und du persönlich? Ich persönlich mache es genau so. Also für mich ist das Spiel in 3-4 Tagen einfach noch ein bisschen zu weit weg und das Spiel ist ein Stück weit was Schönes für mich, sage ich mal. Deswegen möchte ich am Samstag definitiv gewinnen
und da ist noch kein DFB-Pokal im Kopf. Rüdiger, wie gehst du mit diesem Highlight-Spiel am Dienstag um, auch im Hinblick auf Spieler wie Pjan Tölke, der relativ wenig in der Vorbereitung trainiert hat, den du auch in der letzten englischen Woche geschont hast. Marcel Gauss kommt aus einer Erkältung. Ist das auch schon so ein Gedanke, die Spieler vielleicht so in der Hinterhand zu behalten, oder sagst du erstmal nur Samstag, alles andere ist zweitrangig? Allein, dass die Fragen jetzt hier kommen, ist ja klar, dass es irgendwo, ja, dieses Spiel präsent ist und irgendwo Thema ist. Es gibt auch nicht zu sagen, vergiss das Spiel, denk da nicht dran. Dieser Nichtbefehl kann das Gehirn nicht verarbeiten. Von daher ist das Thema, klar, beschäftigt man sich gerade bei uns jetzt mit den Spielern, die verletzungsanfällig sind, die krank waren. Wie gestaltet man das am Samstag? Aber also wir werden am Samstag eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz haben, die das Spiel gegen Aue gewinnen kann. Weil das ist, glaube ich, jetzt erstmal der Fokus zu sagen, wir wollen das Spiel gegen Aue gewinnen. Dann eine Frage an Peter mit der Bitte, das Mikro von Rüdiger vielleicht mal noch zu nehmen, wenn du so lieb bist. Bezüglich Rasen, da war jetzt noch mal eine Kommission auf dem Platz. Was ist denn da der neueste Stand? Der Trainer war mit dabei. Ja. Ach so. Ja, ja. Entschuldigung. Ich dachte, ja, ja, alles gut. Das wusste ich, dann Trainer war mit dabei. Da habe ich einen falschen Kenntnisstand gehabt. Okay, Rüdiger, dann geht die Frage im Prinzip 1:1 an dich. Was ist da der Kenntnisstand, der aktuelle? Dass wir spielen werden morgen. Dass der Platz jetzt besser ist als vor Bielefeld und dass er jetzt immer noch nicht richtig gut ist, ist, glaube ich, selbstredend. Also das ist einfach so. Und da wird noch, sieht man einfach noch verschiedene Bahnen auch. Der Rasen hat verschiedene oder unterschiedliche Farben. Und trotzdem merkt man einfach, dass die Zeit und die Arbeit, die da vollbracht wurde, ein bisschen was gebracht hat, dass der Platz im deutlich besseren Zustand ist als wirklich bei dem Bielefeld-Spiel. Bezieht sich das auf die Festigkeit? Also man hat ja da in dem Bielefeld-Spiel gesehen, dass da so ganz tiefe Sachen, ihr habt es alle selbst gesehen, bezieht sich das da drauf? Also hast du mal irgendwie selbst mal ein bisschen gecheckt, ist der jetzt fester? Also ich habe versucht mit der Hand den Rasen irgendwo hochzuheben, das hat nicht mehr funktioniert. Wie das dann morgen aussieht, wenn man da mit Stollenschuhen und mit maximaler Kraft sich irgendwo wegdrückt, Richtungswechsel drin hat, habe ich jetzt nicht getestet. Weil ich glaube, ich habe auch nicht mehr die maximale Kraft wie jetzt ein Spieler. Möglich, dass da nochmal ein bisschen was wegfliegt, aber nochmal, er ist deutlich besser als jetzt beim Spiel gegen Bielefeld. Wobei ich noch anfügen darf, das war kein... Wobei ich noch anfügen darf, das war keine Platzkommission, sondern das war ein Kontrollgang der Stadt mit dem DFB, mit Blick auf den Dienstag, um einfach die Fortschritte zu dokumentieren. Da war jetzt keiner dabei, der geprüft hat, kann man da spielen morgen oder nicht, sondern einfach nur den Fortschritt des Anwachsens des Rasens und so weiter zu begutachten und da auf Nummer sicher zu gehen. Also keine Platzkommission. Aber das war auf den Dienstag bezogen? Ja, der DFB hat natürlich ein besonderes Interesse, dass am Dienstag das Spiel stattfindet. Der reguläre Spielbetrieb, der war ja schon gegen Bielefeld wieder aufgenommen worden. Das ist ja nicht das Thema, sondern es geht darum, ist der Platz stabil genug, hier zwei Spiele hintereinander auszutragen. Und das ist er. Ja, dann sind keine weiteren Fragen zum Spiel gegen Aue ersichtlich. Dann kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Morgen, Samstag, 14.03 Uhr, wieder ungewöhnliche Anstoßzeit, weil der SR und MDR mit am Start sind, neben Magenta und natürlich unserem Fernradio. Wir erwarten zwischen 10.000 und 11.000 Zuschauer, deswegen ist auch wieder die Shuttlebus-Verbindung aktiviert, die wir gerne ans Herz legen, damit wir da rund um den Ludwigspark, es ist ja ein Samstag, ein verkaufsoffener Samstag, damit wir da im Verkehr auch entsprechend flüssig ans Stadion und auch wieder zurückkommen. Das Wetter spielt auch mit und deswegen brauchen wir uns um den Rasen tatsächlich keine Gedanken zu machen. Hoffen wir, dass wir mit einem positiven Ergebnis dann in die Pokalwoche starten können. Und da drücken wir die Mannschaft und den Trainer natürlich alle Daumen und hoffen, dass das ja auch so kommt.
Wir sehen uns am Morgen in alter Frische im Park. Und bis dahin eine gute Zeit und tschüss.